So, jetzt werde ich mal Videos checken. Hä? Was denn für Videos? Na, ich will schauen, ob das Minecraft-Challenge-Video von Spielprinz Wild Felix und 666 The Talent schon online ist. Und so wie es ausscheint, ist es schon oben. Wow, okay, da wollen wir mal gucken. Wow, ich bin schon voll gespannt. Ja, nur noch ein paar kleine Einstellungen, dann kann es losgehen. Was die drei wohl alles so gebaut haben? Ja, das frage ich mir auch. Also klicken wir einmal hier. Und wie war das? Ach ja, und hier. So, ja, hier drücken. Ah, es lädt. Bitte warten. Bitte warten. Und ja, es ist online. Na dann, gucken wir mal, was sie so produziert haben. Ja, hallo Freunde der Minecraft-Kunst und Freunde und Abonnenten dieses Channels. Willkommen zum Minecraft-Challenge-Video zwischen Spielprinz, White Feelings und 666 The Talent. Diese drei Personen haben beschlossen, ein Together-Projekt zu machen, wo sie abwechselnd immer einen Part aufnehmen. Bloß leider standen sie vor einem Problem, und zwar, wer nimmt den ersten Part auf? Deswegen haben die drei sich gedacht, machen wir doch mal eine Challenge. Wir spielen Minecraft, bauen jeder ein Gebäude unabhängig voneinander, und der, der das beste Gebäude gebaut hat, oder das beste Gebilde gebaut hat, der beginnt mit diesem Let's Play Together. Doch wie entscheiden wir, oder wie entscheiden diese drei Personen, welches Gebäude das beste ist? Und zwar kommt ihr jetzt in das Spiel. Ihr seht jetzt gleich nachfolgend an diesen Erklärungen die drei Gebäude und müsst dann entscheiden, welches von denen euch am besten gefällt. Jedes Gebäude hat eine Zahl, also keinen Namen, von wem es ist, nein, sondern nur eine Zahl, damit ihr nicht wisst, wem welches Gebäude gehört. Und ihr schreibt dann bitte in den Kommentar, wie folgt: Platz 1 belegt das Gebäude mit der Nummer so und so, Platz 2 belegt das Gebäude mit der Nummer so und so und Platz 3 belegt das Gebäude mit der Nummer so und so. Dies wird dann wie folgt ausgewertet. Jede Platz 1 Verteilung bekommt 2 Punkte, jede Platz 2 Verteilung bekommt 1 Punkt und jede Platz 3 Verteilung bekommt keinen Punkt. Und dieses Gebäude, welches die meisten Punkte hat bis zum Ende dieses Votings, gewinnt dann, und derjenige, dem das Gebäude gehört, darf dann anfangen mit dem Let's Play Together. Der zweite Platz macht dann dementsprechend den zweiten Part und der dritte Platz macht den dritten Part. Und dann geht es weiter mit dem ersten Platz den vierten Part, der zweite Platz wieder den fünften Part und der dritte Platz den sechsten Part und so weiter und so fort. Dieses Voting läuft bis kommenden Mittwoch, den 1. Juni. Das heißt, bis dahin habt ihr Zeit, also schickt schön dieses Video weiter, und ja, votet dafür. Ein kleiner Tipp, dieses Video wird hochgestellt auf allen drei Kanälen, also auf dem Kanal von Spielprinz, auf dem Kanal von White Feelings und auf dem Kanal von 666 The Talent. Also schaut auf jeden Kanal vorbei, weil ihr könnt in jedem Video einmal voten, also sozusagen eure Punkte verteilen. Ihr könnt sozusagen dreimal Punkte verteilen. Ja, also schauen wir uns die Gebäude dann mal an. Das klingt äußerst interessant, findest du nicht auch? Und ab! Los, los, mach schon weiter! Ja, ja, dann schauen wir uns mal die Objekte an. We'll be right back.
Also ich finde, die sehen alle drei super aus, oder was sagst du? Also ich weiß nicht. Oh Mann, wen wähle ich bloß? Ich weiß es schon. Hm. Werde gleich mal einen Kommentar drunter schreiben. Naja, ich werde wohl, glaube ich, noch eine Nacht drüber schlafen. Ja, tu das. Gute Nacht. Okay, gute Nacht. Schlaf schön. Bis morgen. Ach ja, und vergiss nicht, auf den anderen zwei Channels noch zu voten. Geht klar.